am Gerner sofort mit uns über 2000 Meter oberhalb von Gernus hinter mir befindet sich eine solare Stromgewinnungsanlage, eine Photovoltaikanlage, die der Sonne nachgeht, ein sogenannter Solarmover. Die Idee für diesen Mover hatte ein junger Zillertaler Ingenieur namens Oliver Höllwart, der an den Planungsverband des Zillertals herangetreten ist und um die Verwirklichung dieser Idee gebeten hat. Planungsverband Obmann Geisler hat sich darum bemüht, dass wir hier zu einer Lösung kommen. Der Planungsverband ist unter der Wasser Tirol. Wir haben uns also in dieser Eigenschaft hier bemüht, mit den Seilbahnen in Gerlos, deren Vertreter Nationalrat Hörl, zu einer Lösung zu kommen. Wir konnten die Seilbahngesellschaft überzeugen, dass es gut ist, hier eine Modelllösung, eine Herzeigeranlage zu installieren, die auch unter Umständen für andere Skigebiete, insbesondere im Zillertal, als Stromgewinnungsanlage, als zukunftsorientierte Anlage und vor allem als Werbeanlage dienen kann. Und so gesehen ist die Errichtung, die hier passiert ist, eine sehr positive Pilotgeschichte, die schon Nachahmung findet. In jedem Fall hat der Mover bereits sehr viel Positives bewirkt. Eine Forschergruppe bemüht sich darum, den Mover als Forschungsobjekt zur solaren Strommarktgewinnung im alpinen Gelände zu benutzen. Und ebenso bei der Gestaltung des neuen Ökostromgesetzes hat also der Mover seine gute Wirkung gezeigt. Insofern, dass Nationalrat Hörl sich also darum bemüht hat, dass also alle jene, die nach dem alten Ökostromgesetz Förderungszusagen auch jetzt beschleunigt zu einer Auszahlung gelangen. Die österreichische Bundesregierung hat also weit über 100 Millionen Euro flüssig gemacht, um genehmigte Anlagen dieser Art schneller mit Geld bedienen zu können. Und das wird also all jenen, die also zukunftsorientiert sich mit Energieerzeugungsanlagen ausrüsten, sehr helfen und ihnen in ihrer Pionierarbeit recht geben.